Tschüss Alltag, hallo Freiheit. Wollen wir ins Meer oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis. Ich denke, der Sieg war auch letztendlich verdient. Auch wenn das Tor jetzt ja, relativ kurz vor Schluss fällt, trotzdem denke ich ein verdienter Sieg. Wir waren meiner Meinung nach über 90 Minuten die bessere Mannschaft, auch wenn natürlich Babenhausen eine sehr, sehr gute Truppe hat. Aber auch was Chancenverhältnis angeht, waren wir überlegen, noch den einen oder anderen Aluminiumtreffer, den wir dabei hatten, auch die eine oder andere Halbchance, die wir noch hatten. Und wir haben relativ wenig zugelassen hinten drin. Dementsprechend würde ich behaupten, verdienter Sieg und nehmen wir natürlich gerne mit. Wir haben gut gespielt, eigentlich alles auf den Platz gebracht. Einsatz war da, Wille war da. Heute war so ein 50-50-Spiel. Kleinigkeiten haben entschieden, leider nicht zu unseren Gunsten. So wie es fällt, natürlich nicht glücklich. Ganz klar im Spielaufbau einen entscheidenden Fehler gemacht. Das wissen wir auch. Das sind Dinge, die uns normalerweise in der Form eher selten passieren. Heute ist es leider passiert in einer ganz, ganz blöden Phase, ganz auch psychologisch ungünstigen Phase. Haben das aber meiner Meinung nach ganz gut weggesteckt. Ein paar Minuten haben wir gebraucht, um uns ein bisschen zu schütteln. Aber im Nachhinein haben wir das weitergespielt, wie wir es vorher gespielt haben und gut umgesetzt. Ärgert uns definitiv, weil jedes Gegentor ärgert uns. Aber wenn man sich anschaut, wie gesagt, was wir aus dem Spiel zugelassen haben, war das ganz, ganz wenig. Da hat es wohl das eine Gegentor gebraucht, das wir ihnen geschenkt haben. Nein, das Gegentor ärgert uns, aber wir haben es ansonsten echt so stabil gespielt, dass wir mit dem Sieg das natürlich vernünftig verkraften können. Schwierig zu sagen, Glückssache. Manche zu spät gekommen, auf der anderen Seite leider vielleicht ist es kein Glück gehabt. Der Lupfer in der zweiten Halbzeit hätte auch reingehen können. Schade, manchmal gibt es so Tage. Wenn wir die Saison weiterspielen, wie wir es heute machen und in der zweiten Halbzeit in Bürstadt spielen, dann ist, würde ich sagen, noch alles drin. Aber das ist ja nicht unser erklärtes Ziel. Unser erklärtes Ziel ist, uns weiterzuentwickeln. In jedem Spiel wieder versuchen, ja, das ist jetzt zwar vielleicht eine Phrase, aber alles zu geben und jedes Spiel versuchen zu gewinnen. Und dann wird man das am Ende sehen. Der Abstand ist immer noch da. Also wir haben immer noch einige Punkte hinten dran. Ich habe jetzt gar keine Ergebnisse genau gesehen, aber ich glaube, die anderen Mannschaften vorne drin hatten zwischenzeitlich auch geführt und stehen gut da. Und dann muss man schauen, für was das am Ende reicht. Wir sind weiterhin Jäger, wir wollen weiterhin jedes Spiel gewinnen. Und wenn wir am Ende einen der beiden ersten Plätze belegen sollten, ist das toll. Und wenn nicht, dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und dann ist das auch okay. Ja, es kann auch ganz nach oben gehen. Also mich überrascht es nicht. Wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft, eine hohe Qualität. Und wenn wir den Einsatz und den Willen auf den Platz bringen, dann können wir auch ganz nach oben schaffen. Von daher macht es nichts, dass wir hier jetzt vielleicht nicht 3 Punkte geholt haben. Ist gar nicht so schlimm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.